Herzlich willkommen zur vorweihnachtlichen Ausgabe des letzten Nachsitzens in diesem Jahr. Eine lange Tagesordnung, eine spannende Tagesordnung und personaltechnische Dinge gleich. Was gab es denn heute zu wählen? Mensch, es war gleich aufregend heute zur Kreistagssitzung. Es sollte der zweite Beigeordnete neu gewählt werden, der Finanzbeigeordnete, also eine nicht ganz uninteressante Person. Und die Fraktion SPD-Grüne hat dabei natürlich die Fachlichkeit in den Vordergrund gestellt, hat ihn angehört. Und Dietmar Wille, der jetzige Kämmerer oder Senator der Hansestadt Greifswald, ist heute mit einer ganz deutlichen Mehrheit zum zweiten Beigeordneten des Landkreises Vorpommern-Greifswald gewählt worden. Die SPD hat geschlossen dafür gestimmt und wir versprechen uns mit Dietmar Wille, dass wir besonders in der Finanzpolitik des Landkreises auch eine Wende erreicht bekommen. Herzlichen Glückwunsch nochmal von unserer Seite. Und wir wünschen uns eine kollegiale Zusammenarbeit, Patrick. Ja, und wie kollegial es dann im nächsten Jahr weitergeht, können wir bei den Finanzen auch gleich sehen. Wir haben uns heute mit den freiwilligen Aufgaben im Haushalt beschäftigt. Immerhin 92.000 Euro im Bereich der Kulturförderung, der wir hier heute grünes Licht gegeben haben. Und nochmal weitere 110.000 Euro für Wohlfahrtspflege und Betreuungsleistungen. Ein wichtiges Signal von den Kreistagsmitgliedern, hier nicht die 3%-Sperre anzusetzen. Uns beschäftigte sowohl in der Einwohnerfragestunde als auch in der Beschlussfassung das Kreiskrankenhaus in Wolgast. Eine Beschlussvorlage, die breit mitgetragen wurde, erneut Verhandlungen aufzunehmen. Ich ganz persönlich konnte mich hier nur enthalten, aber das sind dann unterschiedliche Meinungsbildungen in den Fraktionen, die dazugehören. Davon lebt die Demokratie, Patrick. So ist es. Ja, wir haben dann heute einen wichtigen Beschluss gefasst. Sie wissen, wir haben am Ende des letzten Jahres einen einstimmigen Kreistagsbeschluss gefasst zur Entschuldung des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Altschulden und unterjährige Verschuldung, die bis dahin aufgelaufen ist. Dem ist der Innenminister des Landes nicht nachgekommen. Er hat weiterhin gefordert, dass eine Altfehlbetragsumlage von den Städten und Gemeinden erhoben wird. Das tut der SPD sehr weh und entspricht auch nicht unserem Credo zu einem ausgeglichenen Finanzhaushalt für die Städte und Gemeinden. Aber eine deutliche Mehrheit des Kreistages hat sich heute dafür entschieden, diese Haushaltskonsolidierungsvereinbarung mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern abzuschließen, damit 23 Millionen zusätzliche finanzielle Mittel hier in den Landkreis fließen, um die Entschuldung voranzubringen. Eine befriedigende, aber auch unbefriedigende Situation, an der wir weiter arbeiten müssen. Und ich denke, dass auch die Landesregierung in dieser Beziehung weiter mit uns als Fraktion SPD-Grüne rechnen muss. Tja. Ja, ein abschließender inhaltlicher Punkt, auch mit den Standorten haben wir uns heute nochmal befasst. Dazu einen Ankauf von Immobilien in Greifswald. Und wenn Sie sich gerade fragen, was Standorte angeht, wo die beiden jetzt hier eigentlich sitzen. Wir sitzen heute in Torgelow, für mich ganz besonders schön, meine Heimatstadt. Unser Ökarando-Kreis zum allerersten Mal in der Geschichte, Sitz einer Kreistagssitzung. Und ich glaube, wir waren ganz gute Gastgeber, oder? Ja. Torgelow und der Bürgermeister haben sich alle Ehre gemacht, also ganz wunderbar. Torgelow ist immer eine Reise und ein Besuch wert. Besonders am Haus an der Schleuse kann ich Ihnen die Gaststätte empfehlen. Lecker. Ein Straßburger. Und im Übrigen, jetzt wollen wir uns bedanken bei den Zuschauern, die uns doch wieder mal ein ganzes Jahr die Treue gehalten hat. Und sagen nach dem Motto mit der schicken roten Kugel hier, die Roten wünschen Ihnen frohe Weihnachten. Und natürlich ein Weihnachten im Schnee. Alles Gute für Sie. Macht's gut, Nachbarn.